Ich hab die Faxen dicke und will jetzt zum FC Bayern gehen. Was? Na klar, Cristiano, kann ich vollkommen verstehen. Aber ich hab doch noch gar nicht... Die Zeit gehabt, dir eine Wohnung in Bayern zu suchen? Ach, keine Sorge, Cristiano, wir haben vorsichtshalber schon mal ganz München für dich gekauft. Also ehrlich, Bayern, ihr seid doch nicht mehr ganz sauber. Und hier auch noch eine schicke Lederhose. Das zieh ich nicht an. Doch, das tust du. Nein, für kein Geld dieser Welt. Doch, Cristiano, hier hast du 20 Millionen Euro. Also, mir san mir, Cristiano. Oh ja, und am Oktoberfest, da bretter ich mich richtig weg. Ja. Wir haben uns hier heute versammelt, um Abschied zu nehmen. Was? Der große FC Bayern Dortmund hat uns verlassen. Bitte, wie? Hä? Ja, ich weiß, es ist kaum zu fassen. Ey, ist hier irgendwo eine versteckte Kamera? Nein, Dortmund, warum? Etwas mehr Respekt, bitte. Digga, Bundesliga, das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Ja, da hat Dortmund recht. Was heißt denn hier, der FC Bayern hat uns verlassen? Naja, aufgrund der aktuellen Leistungen. Der FC Bayern ist tot. Das ist doch lächerlich. Die werden zum 10. Mal in Serie Meister. Ja, komm, das weiß ich doch auch. Ich wurde von den Bayern zu diesem blöden Text hier gezwungen. So, komm, Schluss. So habe ich mir das hier nicht vorgestellt. Oh, mein Text. Oh Gott, Bayern, du lebst. Naja, komm, Spaß dir, Bundesliga. Warum zieht ihr das hier so ins Lächerliche, hä? Naja, weil's lächerlich ist, Bayern. Lächerlich? Der FC Bayern steckt in einer Krise von gewaltigem Ausmaß. Weil ihr die Meisterschaft gewinnt, oder was? Weil wir nur die Meisterschaft gewinnen. Oh nein, wie tragisch. Ja, kein Quadruple, kein Triple, ja noch nicht mal ein Double. Na und? Wir holen gar keinen Titel. Ja, bei allem Respekt, ja. Ihr seid auch der BVB. Weißt du was? Halt doch einfach die Klappe, Bayern. Aber hey! Nee, das Video, das hast du dir nicht verdient, du Jammerlappen. Nee. Ja, egal, war sowieso ungemütlich hier. Adios, goodbye. Der Goat macht einen Abflug. Entschuldigung, hast du einen Termin, Chris? Termin? Nee, aber diesen Vertrag hier habe ich. Ja, dein Arbeitsvertrag. Und? Genau, und weißt du, was ich damit jetzt machen werde? Nein. Ja gut, dann pass mal auf. Was machst du da? Was denn? Ich zeig doch nur, was ich von diesem Vertrag hier halte. Cristiano, sag mal. Der geht straight ins Klo, weil er scheiße ist. Jetzt haben wir da mal Schluss, mein Junge. Sag mal, um was geht's denn überhaupt? Ganz einfach. Ich kündige. Bitte wie? Du kündigst? Korrekt. Hier mein Koffer und ich mache jetzt die Fliege wie ein Anzugträger. Also, du bist doch nicht mehr ganz in der Realität unterwegs, Cristiano. Nee, richtig. Ich bin von der Realität in etwa so weit entfernt, wie ihr von der Champions League. Gut, ja, mach was du willst. Zerreiß den Vertrag ruhig. Nur eins sage ich dir. Du bleibst trotzdem hier. Nein, ich will aber... Ich muss es einfach zugeben, Schalke. Was zugeben? Ja, ich führe ein Doppelleben. Alter, Fabi, mach mir keine Angst, Mann. Und ich muss es zugeben, insgeheim finde ich Borussia Dortmund einfach besser als Schalke 04. Boah, jetzt ist es raus. Oh, bitte was? Oh. Bitte was? Ja, ganz richtig. Das ist meine volle Überzeugung. Du bist also Borussia, ist das so, ja? Natürlich. Und ich sag das auch nicht einfach nur so, weil ich irgendeine Wette verloren habe oder so. Nein! Ah ja, klar, natürlich. Aber sag mal, das ist doch Schalke-Bettwäsche, oder nicht? Wer hat dich zu diesem Video gezwungen, Fabi, ha? Ich schwör's dir, niemand! So, kein Bock mehr. Schluss. Was? Unter dem Rang nix spielen? Sorry. Gar keinen Bock. Können wir nicht vielleicht nochmal reden? Nee, ich wechsle. Und basta. Alles klar, Cristiano. Ich guck mich mal um, ob wir einen passenden Verein für dich finden. Mach das. Ich guck so lang Haartutorials. So, Chris, ich hab nen Club für... Moment noch. Jetzt geht's. Ja, ich hab nen Club für dich. In Spanien wieder. Oh, Realrückkehr, oder was? Hab ich Bock drauf. Nee, nicht ganz. Es ist Barca. Bitte? Barca? Ja, ich kenne den Präsidenten ganz gut und die brauchen einen torgefährlichen Stürmer. Junge, dort hat Messi gespielt. Genau. Und jetzt spielt er eben nicht mehr dort. Und ich soll der Nachfolger von Messi werden, ja? Also, so wie ich das verstanden habe, ja. Sag mal, Barca, veräppelt der mich? Nee, Cristiano, wir würden dich wirklich gern haben. Okay, eine Frage, Barca. Seid ihr völlig lost? Naja, also... Du kennst die Antwort, glaub ich. Ja, ihr habt doch null Plan von gar nichts, Mann. Spielt doch weiter mit eurem Breathwaite, Digga. Oh, nee, Mann, oder? Und nur damit du's weißt, ich will Champions League spielen. Gut, dann hab ich noch einen anderen Club für dich. Servus, Cristiano. Leverkusen. Bist dabei?
Robert, was stimmt mit dir nicht? Was denn? Brüll mich nicht so an. Ich brüll, wie es mir passt, du Vogel. Ja, leck mich doch. Was ist denn dein Problem, Mann? Du bist mein Problem. Ja, fühl ich, Basser. Fühl ich. Bayern, halt die Fresse. Wo liegt denn jetzt der Hase im Pfeffer, ha? Gehalt, hier, dein Berater hat gesagt, du kommst uns entgegen. Ja, tu ich auch. Vom Flughafen fahre ich mit dem Taxi zum Stadion. Müsste mich nicht abholen, kein Problem. Was? Das ist mein Entgegenkommen. Mehr nicht. Boah, ey, ohne Spaß, der Transferpoker ist echt zäher, als wenn Fabi versucht, ein Steak zu kochen. Also gar nicht zäh, denn jetzt ist der Transfer ja durch. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Bayern, ihr habt ein Angebot für Lewandowski erhalten. Und das juckt mich. Ja, Richtig. Absolut gar nicht. Aber Barcelona, mein spanischer Lieblingsschuldenbaron. Hey, unsere Schulden haben nichts mit diesem Transfer zu tun. Euch nicht? Ja, könnt ihr euch ja eh nicht leisten. Können vielleicht nicht, aber wollen. Ja, wollen tue ich auch viel. Aber das geht nicht, Barca. Boah, ultra negatives Mindset, Bro. Ja, whatever. Das geht trotzdem nicht. Financial Fair Play und so. Der Financial Fair Play, ja, leck mich doch am allerwertesten. Ja, komm, kein Bock mehr. Mach doch, was du willst. So gut, dann sag ich tschüss. Was? Wohin gehst du, Chris? Dahin, wo ich schon im Sommer hätte hingehen sollen. Zu City. City? Doch nicht Manchester City. Nee, Stuttgart City. Ja klar, Manchester City, du Schwachkopf. Oh, Entschuldigung, der feine Herr. Naja, als ob's bei City so viel besser als bei uns wäre, ne? Ah, ja. Ja, dort kann ich nämlich wenigstens meinen Titel gewinnen. Titel? Ich scheiß auf Titel. Weißt du was? Das tut ganz schön weh, Cristiano. Oh nein, wie tragisch. Und dass ich hier meine letzten guten Jahre als Profifußballer vergeude, das tut nämlich auch weh. Mann, ey. Transfermarkt, hast du was für mich? N'Golo, N'Golo, Kanté, alle le bleu, alle. Ja, das ballert. Chelsea ist bereit, den abzugeben und so teuer wird der nicht sein. Ja, sag mal, Chelsea, warum wollt ihr denn den Sonnenschein bitte abgeben? Naja, versteh mich nicht falsch, das ist ein Top-Spieler, keine Frage. Aber ist halt auch oft verletzt, gell? Ja, komm schon, aber es ist N'Golo Kanté, der Kerl ist überall. Richtig, drum können wir ihn ja abgeben. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Naja, der kann das Mittelfeld bei euch in Manchester und auch bei uns in London abdecken. Gleichzeitig. Ha, da könnte was dran sein. Das wäre revolutionär. Und jetzt bitte einmal alle so lachen wie ich, okay? Alter, ich brauche einen Red Bull. Wow, Fabrizio, denkst du nicht vielleicht, du solltest... Lieber gleich zwei trinken? Ja, gute Idee. Was? Nein, ich meinte mal einen Gang runterschalten. Runterschalten? Runterschalten? Ich könnte dir gleich runterschalten. Wie viel hast du denn gestern Nacht geschlafen, wenn ich fragen darf? Was haben wir denn für einen Tag? Mittwoch. Okay, gut, dann seit Sonntag gar nicht mehr. Digga, das kann nicht gesund sein, Mann. Scheiß auf Gesundheit. Das hier ist Fußball! Jetzt mal ohne Spaß, Fabrizio. Gönn dir mal eine Pause, Junge. Nix Pause. Ich baller mir jetzt 4 Doppel-Espresso rein und dann tweete ich, dass Cristiano Ronaldo zu Schalke gewechselt. Harry Kane, komm, Junge. Hm? Was denn? FC Bayern, Transfer, Titel gewinnen. Oh, klingt interessant. Ich hab bereits gepackt. Wann geht's los? Also, ja, frühestens nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr, was? Oh ja, das ist aber ganz schön respektlos, Bayern. Hey, was schlaberst du, Tottenham? Na hier, der Harry Kane, der spielt bei uns aktuell, ja? Ich weiß, ja. Und wir wollen den haben. Ja, und wenn ihr den Transfer wollt, dann sucht doch auch mal das Gespräch mit uns und nicht immer nur mit den Medien. Das ist, was soll denn das jetzt bitte heißen? Ja, immer dieses, oh, der Harry Kane, das ist so ein brillanter Stürmer. Und oh, der Harry Kane, der wird in der Bundesliga sicher so viele Tore schießen. Spaß dir, Bayern. Du Versager, sagst mir gar nichts. Und es ist doch wahr, ist doch ein brillanter Stürmer. Und der Harry, der will auch zu uns, oder? Ja, ich sag jetzt nichts dazu. Ja, fein, gut, dann zahl 150 Millionen Euro Ablöse, dann red mal weiter. 150? Du hast doch einen Sprung in der Schüssel, Tottenham. Mag sein, aber auch Harry Kane. Hey, Liverpool, Angebot. Hey, Bayern, abgelehnt. Du weißt doch noch gar nicht, was ich biete. So wie ich dich kenne, auf jeden Fall irgendeine lächerliche Summe halt. Nee, gar nicht. Für Mané muss man Geld ausgeben. Das sehe ich ein. Ja gut, okay. Dann bitte. Also gut, hier, mein Angebot steht auf dem Zettel. Und? Digga, um 10 Euro bekommst du nicht mal eine Pizza, Bayern. Für eine Pizza würde ich auch maximal 20 Cent bezahlen. Alter, seid ihr lost. Naja, aber wenigstens kaufen sie keine Spiele für 100 Millionen Euro. Ich meine ja nur. Hey, Bundesliga, jetzt tu doch endlich mal was. Dortmund, was ist denn jetzt schon wieder los?
aus. Na, der FC Bayern kauft... Lass mich raten. Bayern kauft bestimmt wieder die Liga kaputt. Stimmt's? Ja, absolut richtig, ja. Dortmund, das tun wir eben nicht. Setz endlich ein. Tut ihr wohl. Guck doch einfach auf die Statistik, wenn du es mir nicht glaubst. Gut, bitte. Von mir aus. Ach. Keine gute Idee, Dortmund. Papperlapapp. Na dann, schieß los, Transfermarkt. Welchen Bundesligisten hat der FC Bayern diese Saison schon wieder geschwächt? Stand heute noch gar keinen. Aha, sag... Bitte? Ja, Bundesliga-intern haben sie bisher nur Süle abgegeben. An euch, Dortmund. Aha, also kauft vielleicht dann doch der BVB die Liga kaputt. Ich bitte dich, Bayern, mach dich nicht lächerlich. So ein Schwachsinn. Transfermarkt, deine Einschätzung bitte? Mal sehen, da hätten wir den Schlotterbeck von Freiburg, Özcan von Köln, Lotka von der Hertha und eben Süle von den Bayern. Aber das ist unmöglich. Aber Hauptsache sagen, der FC Bayern kauft die Liga kaputt. Gell, Dortmund, ja? Ja, tut ihr doch auch. Maul halten, wenn schon. Dann kauft der BVB nämlich die Liga kaputt. Das war's dann, Gareth. Ja, so sieht's aus. Meine Koffer sind gepackt. Oh, und vergiss dein Golfbag nicht. Keine Sorge, Real. Wie könnte ich das denn bitte vergessen? Ja, jetzt kann ich auch drüber lachen. Nee, im Ernst jetzt. Gute Reise, Gareth. Und herzlich willkommen in Los Angeles. Heide Witzka. Gibt wirklich schlechtere Orte, um noch ein wenig Fußball zu spielen. Fußballpension im sonnigen L.A. mit Blick aufs Meer. Was will man mehr? Gucci LA, dann bis bald, Rian. Ich arbeite jetzt im Sommer erstmal noch an meinem Handicap. Das glaubst du mir nie, Transfermarkt. Was denn? Bayern hat gerade wegen Matthijs de Ligt bei mir angefragt. Was? Stimmt das? Hey, das war streng vertraulich, Juve. Oh, wollte sich da etwa jemand nicht blamieren? Was für blamieren? Was faselst du? Der wäre doch eine Option für uns. Ja, ich kapier's auch gerade nicht so wirklich, Juve. Im Ernst? Ich bitte dich, ich meine, welcher Topstar wechselt denn bitte zum FC Bayern? Naja, Sadio Mané zum Beispiel. Genau, niemand. Sadio Mané? Ja, Sadio Mané, ein absoluter Weltstar. Oh. Na gut, dann ist an der Licht ja vielleicht auch was dran. Richtig. Vollidiot. Oh Gott. Matthijs, bitte bleib hier! Schlechte Nachrichten. Hodenkrebs. Was? Ja, das ist ein Tumor. Das müssen wir behandeln. Aber ich wollte doch mit dem BVB durchstarten. Jetzt scheiß mal auf durchstarten. Gesundheit geht vor. Oh Mann, und was heißt das jetzt? Wir werden jetzt erstmal ein paar Tests durchführen und beobachten und dann sehen wir weiter. Also kein Fußball für mich? Nein. Kein Fußball. Verdammt, Mann, das ist doch ein schlechter Traum. Aber Fußball ist mein Leben. Es ist ja nicht dauerhaft. Wir haben das jetzt mal gut und früh erkannt. Das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig. Heißt das, ich habe irgendwie Glück im Unglück gehabt? Ja, und wenn alles gut läuft, dann können Sie in ein paar Monaten vielleicht auch schon wieder spielen, Herr Haller. Okay, dann gucke ich, dass ich so schnell wie möglich wieder fit werde. Durchhalten, Junge. Du bist nicht allein. Nee, Mann. Wir schaffen das alle, Jungs. Danke, Männer, für euren Support. Ohne Spaß. Ich hoffe, man sieht sich bald wieder auf dem Platz. Auf jeden Fall, Basti. Wir sind immer für dich da. Und gute Besserung auch von uns. In den Farben getrennt, aber in der Sache vereint. Danke, Leute. Ich liebe euch. Wir sind der FC Liverpool, der beste Verein der Welt. Halt, stopp. Real Madrid ist da anderer Meinung. Aber wir waren im Finale die bessere Mannschaft. Wir waren im Finale die bessere Mannschaft. Davon könnt ihr euch aber nichts kaufen, Liverpool. Oh Mann, ey. Ja gut, dann sind wir immerhin noch die beste Mannschaft Englands. Negativsportsfreund, wir sind englischer Meister. Ja, stimmt schon, gut, aber... Aber was? 4 Meisterschaften in den letzten 5 Jahren sprechen ja wohl Bände, oder? Ja, oh Mann, ey. Aber was aber? Dann geh doch heulen, Liverpool. Daumen hoch und checkt euch gern noch das Video hier ab. Ciao. Inawak, here we go. Montag, 9.30 Uhr und schon besoffen, Nizza. Respekt, schaffen die wenigsten. Nee, wollte nur kreativ sein bei unserem Neuzugang. Aha, kreativ also. Yep, lies Inawak mal rückwärts. Cavani? Yep, richtig. Ballert mies der Transfer. Ballert mies. Aber was bringt's, wenn ich fragen darf? Entschuldigung? Naja, Meister werdet ihr sowieso nicht. Ist doch sinnlos, dein Geld rauszuwerfen. Vor allem für so einen Nulpe. PSG, verpiss dich doch einfach. Hm? Ja klar, mit so Losern will ich mich eh nicht unterhalten. Und außerdem hat doch Cavani auch mal bei euch gespielt, oder? Naja, Ja, Flachpfeife.